Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man den Zahlencode beim Fahrerschloss ändern kann. Ja, entweder habt ihr ein neues Schloss, wie ich es habe, oder ihr habt ein altes Schloss und wollt da mal einen anderen Code probieren oder nehmen. Dann möchte ich euch zeigen, wie es funktioniert. In meinem Fall ist es so, es ist ein neues Fahrerschloss. Da ist der Standardzahlencode erstmal 5-mal die 0 und dann geht es auf. Das ist bei allen neuen Schlössern so. Das sollte man natürlich so nicht belassen, weil dann ist es viel zu einfach, dieses Schloss nachher zu knacken. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man am Anfang den Zahlencode ändert. Wie das geht, möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Bevor ich loslege, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt einmal unten kostenlos meinen YouTube-Kanal abonniert. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin hier für euch diese Videos machen zu können. Und ich freue mich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. So, das Schloss haben wir einmal mit unserem Standardcode, ja, 4-mal die 0 geöffnet. Und jetzt ist es eigentlich relativ einfach, wie wir den neuen Zahlencode festlegen können. Schaut mal, hier habt ihr die Schlossmechanik und die kann man jetzt verdrehen. Wenn ihr das Schloss aufgemacht habt, dann dreht ihr das einmal um 90 Grad. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, einen neuen Zahlencode einzugeben. Achtet darauf, dass ihr das richtig macht. Ich mache es jetzt einfach mal ganz, ganz billig und einfach mit 1, 2, 3, 4, 5. Ihr könnt das natürlich auch jederzeit wieder ändern. So, 1, 2, 3, 4 und hier die 5. Und wenn wir das dann geändert haben, dass jetzt unser neuer Zahlencode sein soll, dann müssen wir einmal hier das wieder zurückdrehen in die Ausgangsstellung, können das Schloss jetzt verschließen, können den Code verstellen. Es ist verriegelt und wenn ich jetzt hier wieder eingebe, dann ist der Zahlencode geändert. Wollt ihr wieder einen anderen Zahlencode haben, geht er gleich vor, macht wieder hier das Verdrehen, gebt jetzt den Code ein. Jetzt nehmen wir von mir aus mal am Anfang die 2 und hier noch die 6, drehen das Ganze wieder zurück, verschließen und zu und so wieder auf. Ja, wenn ihr mal wissen wollt, wie man den Zahlencode oder das Schloss aufbekommt, wenn man den Zahlencode vergessen hat, das zeige ich euch hier in dem Video. Schaut es euch gerne mal an. So kann man sein eigenes Schloss dann knacken und kann dann am Ende natürlich auch wieder den Zahlencode ändern. Ich hoffe, es wird euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Bis dahin.